Und mit diesem wunderschönen Blick auf die Stadt Stockholm begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Europa Universalis 4 mit Schweden. Und ja, wir haben ja auch noch einen kleinen Elch hier. Was auch immer der markieren soll, vielleicht ist das einfach nur, ja, zum Hübschsein da, keine Ahnung. Aber wir fangen jetzt hier richtig an zu spielen. Ich weiß nicht warum, es scheint einen Patch zu ge gegeben zu haben. Auf jeden Fall ist das jetzt hier die zweite Aufnahme. Und ich musste einen neuen Spielstand starten und wir haben jetzt hier nur noch 9000 Mann. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir hier 10.000, aber im Prinzip ist das nicht so schlimm. Wir müssen ja sowieso noch neue Einheiten bauen. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal die einzelnen Dinge durch. Die ganzen Interface-Sachen habe ich schon in den Demo-Videos erklärt. Wen das interessiert, der kann sich das da angucken. So, wir wollten in Lappland. Ja, das ist, weil wir hier die falsche Kultur und Religion haben. Das ist nicht so schlimm, das sind nur 1,5%. Dann Berater, genau. Wir kriegen plus 4,6 pro Monat. Und können damit drei Level 1er Berater uns holen. Was gibt's denn hier? Stabilität. Nationalen Steuerfaktor, administrative Technologiekosten. Eine Level 2er können wir uns natürlich nicht leisten. Ich glaube, ich nehme die Technologiekosten. Technologiekosten sind immer gut und vor allem hat man am Anfang immer recht wenig administrative Punkte. Dann können wir eventuell nicht alles nur in Tech, sondern auch in Stabilität investieren, was auch sehr, sehr nützlich ist. Okay, den ersten haben wir. Dann, was haben wir hier? Tja, hier nicht. Einfluss. Plus 10% global. Das ist gut. Mehr Handel. Und dann. Verstärkungsgeschwindigkeit wird wichtig sein in unserem Krieg, in unserem Unabhängigkeitskrieg. Zu dem sage ich auch gleich noch was. So, damit ist das abgeschlossen. Dann Missionen. Und zwar nehmen wir hier die Mission Befestigt Dallas Kogen. Da müssen wir einfach nur da ein Fort aufbauen, also ein Erdwall. Früher war das einfach Fort 1, Fort 2, Fort 3. Jetzt hat das alles einen Namen. Also jetzt in dem Fall zum Beispiel Erdwall. Das machen wir. Ja, weil wenn man nämlich hier guckt, auf der Festungskarte sehen wir hier, wir haben nicht überall Festungen in Skandinavien. Das sind, glaube ich, eine der, also sind die wenigsten Stellen am Anfang, sowas jedenfalls in EU3, wie es hier ist, weiß ich jetzt natürlich nur nicht. Ja, wo es noch nicht überall Festungen gibt. Wir brauchen also noch 1, 2, 3, 4 und dann, wenn die Kolonie fertig ist, 5 Festungen, die wir noch bauen müssen. Also das wird uns noch, ja, ca. 250 Dukaten kosten. Allerdings werde ich nicht alle ausbauen, bis der Krieg anfängt, sondern wahrscheinlich nur diese drei und eventuell noch die, wenn wir genug Zeit und Geld haben. Wenn wir gute Events bekommen. Aber das muss natürlich nicht sein. Oh, wir sind der Kontrolleur der Kurie. Wieso sind wir denn mit einem Kardinal Kontrolleur der Kurie? Das ist irgendwie unlogisch. Aber okay. Macht ja nichts. Ist ja eigentlich gut. Wie viel Papstanfluss bekommen wir jetzt sehen? Okay. Dann, wir können noch einen General rekrutieren. Dann nehmen wir natürlich. Ja, ein Landgeneral, denke ich. Ah, der ist sogar gar nicht mal schlecht. Der Ton ist immer noch ein bisschen laut. Den würde ich mal ganz kurz noch ein bisschen leiser machen. So, genau. Rethiel Adlersparre ist jetzt hier unser General und marschiert erstmal nach Stockholm. Genau, dann. Das haben wir gemacht. Jetzt haben wir keinen freien Anführer. Oh doch, wir haben jetzt zwei.
Ach so, weil wir Kontrolle der Kurie sind. Ja, gut, okay. Ich werde noch einen Admiral rekrutieren. Nee, werde ich nicht. Ah doch, der kostet Diplomatiepunkte. Nee, werde ich trotzdem nicht. Diplomatiepunkte brauchen wir gleich noch. Und zwar nämlich, um unsere Rivalen festzulegen. Das geht hier, Diplomatie. Und dann Rivale. Dann erstmal Nachbarn, weil wir werden jetzt erstmal die Norweger als Rivale deklarieren. Später dann noch die Dänen, sobald wir halt eben unabhängig sind, weil nämlich wenn sie unser Herrscher sind, können wir sie nicht als Rivale auswählen. Aber die Norweger machen wir jetzt schon mal. Jetzt kriegen wir nämlich hier mehr Prestige für Kämpfe, die wir gegen sie führen, können mehr Offensivspionage betreiben. Das heißt, wir können zum Beispiel Ansprüche auf Provinzen schneller deklarieren oder bei ihnen Rebellen spawnen lassen. Und außerdem haben wir weniger, müssen wir weniger administrative. Nee, bla 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 bla. Boah, ich verquatsch mich hier schon wieder brutal. wir müssen weniger administrative Punkte investieren, um. Um was? Ja, um Provinzen zu fordern. Als in der Friedenserklärung. Oder in der Friedensforderung. So, dann werde ich noch hier zurücksetzen, nach Name sortieren. Deutsche Orden. Ja, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, weil hier der Deutsche Orden eigentlich kaum eine Gefahr ist. In Europa in der Seite 4. Ich habe jetzt schon, ja, schon ein Probespiel gemacht und auch schon eine Aufnahme, bei der ich mal wieder verkackt habe, den Ton aufzunehmen. Weil sie nämlich meistens am Anfang sofort von entweder von Böhmen und Brandenburg oder von Polen und Litauen angegriffen werden und dann dementsprechend keine Chance haben. Dementsprechend brauchen wir sie eigentlich nicht als Rivale zu deklarieren. Ja, dann brauchen wir noch für Dänemark einen Rivalenplatz am Anfang. Wen könnten wir denn noch als Rivale? Man könnte natürlich noch Novgorod als Rivale, aber gegen die wollen wir am Anfang keinen Krieg führen. Ich glaube, ich belasse es jetzt erstmal nur bei Norwegen, weil das gibt uns nämlich dann noch Beziehungsmalus. Und wenn Novgorod uns in den Rücken fällt, haben wir ein Problem. Großes Problem. So, dann. Wir haben noch 46 Dukaten. Gucken wir mal, was wir haben. 8000, 2000. Das heißt, wir werden jetzt erstmal 2000 Kavalleristen rekrutieren. Und so dort. Oh, okay, uns fehlen. Wie viel kostet das? Ja, das ist gar nicht angezeigt. Nicht genug Dukaten. Nicht viel auf jeden Fall. Ein Monat sollte reichen. Ich werde jetzt auch hier noch den Unterhalt reduzieren. Den brauchen wir nämlich jetzt nicht. Wir werden jetzt eh keinen Krieg führen. Erstmal, da können wir uns erstmal das Geld holen, bevor wir dann den Krieg erklären. Ne, den brauche ich. Bevor wir dann den Krieg erklären, können wir immer noch den Unterhalt dann wieder hoch machen. So, dann brauchen wir hier noch unsere Barken. Dann schützen wir mal den Handel und zwar in der Ostsee. Genau, wir haben ja jetzt hier einen Händler und hier einen Händler. Das Problem ist jetzt, hier bekommen wir sowieso schon Geld. Ich habe es noch nicht genau durchgerechnet, das muss ich jetzt dann gleich mal noch machen. Wenn ich fertig aufgenommen habe. Aber ja, also ich weiß nicht, ob ich das schon erklärt habe. Aber man bekommt jetzt, wie ich bemerkt habe, nicht nur Geld, wenn man dort einen Händler hat zum Abschöpfen. Wenn man Provinzen hat, an denen diese Handelsroute vorbeiläuft und an denen dieser Handelsknotenpunkt hier ist, bekommt man da auch so Geld, ohne dass man da einen Händler hat. Wir bekommen jetzt momentan 2,07. Es ist jetzt die Frage, wie viel dieser Händler bringt. Das können wir hier. Der bringt 10%. Okay, das ist natürlich schon nicht wenig. Ist halt dann eben die Frage, ob wir zum Beispiel in Lübeck mehr Geld bekommen können. Allerdings haben wir da nur 1,9 Handelseinfluss. Das lohnt sich eigentlich nicht. Hier haben wir schon einen Händler, der dort das Geld hin transferiert. Das heißt, momentan lohnt sich das noch nicht. Wenn wir später hier uns ausgebreitet haben, und hier mehr Handelseinfluss haben, können wir dort dann handeln. Dann wird es da wahrscheinlich mehr bringen.
mehr Einnahmen bringen, aber das können wir jetzt noch nicht machen. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, ich weiß nicht genau, wie lange die Aufnahme jetzt schon läuft. Ich mache jetzt einfach mal meinen Timer noch auf 10 Minuten, dann kann es sein, dass die erste Folge ein bisschen länger ist. Ich habe nämlich jetzt am Anfang vergessen, mir den Timer zu stellen, weil ich werde ab jetzt nämlich wieder An- und Abmoderation machen. Und was noch die Frage ist, ob ich ja Dinge überspringen soll, die einfach Zeit dauern, so wie jetzt zum Beispiel hier einfach zu warten, bis man genug Geld hat, für die Festung zu bauen, für die Armee aufzubauen. Und ob ich euch dann halt, nachdem ich das gemacht habe, offscreen, nur das Ergebnis dann präsentiere oder ob ich es halt vollkommen alles zeigen soll. Das wäre nett, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Wenn nicht, dann ja, dann werde ich wahrscheinlich so machen, dass ich dann die unwichtigen Dinge überspringe, weil die sind ja auch nicht sonderlich spannend anzugucken. Es geht ja dann mehr darum, um die Taktik im Krieg. Zu der Taktik im Krieg komme ich jetzt. Und zwar kann man mehrere Taktiken verfolgen gegen Dänemark und Norwegen. Oder, naja, eigentlich im Prinzip gibt es nicht so viele. Man hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten, um hier Kriegspunkte zu sammeln, weil unsere Armee eben ihrer unterlegen ist, zahlenmäßig. Und als allererstes ist da natürlich möglichst schnell hier Militärtech hochzubekommen, weil man dann extra Militärtaktik bekommt, was den Schaden reduziert, den unsere Armeen bekommen, und den Infanterie-Nahkampf-Schockwert erhöht und die Moral um 50, um 0,5 erhöht, was bei einem Maximum von momentan 2,6 schon ein Fünftel beinahe ist. Das ist schon eine ganze Menge mehr Kampfkraft. Dann das zweite ist Ideen. Dafür brauchen wir natürlich administrativen Tech möglichst schnell, um dann hier Ideen freizuschalten. Und zwar hier die Offensiv-, die Qualitätsideen, obwohl, wenn man eben früh auf den Tech geht, dann wird man das nicht rechtzeitig schaffen vor dem Krieg, weil man muss sich so schnell wie möglich unabhängig machen, weil in den meisten Fällen Dänemark im Laufe der Zeit noch stärker wird. Und wenn man Pech hat und dann der Herrscher stirbt, kann es sogar sein, dass die dann Norwegen erben oder sogar uns erben, dann wäre es natürlich richtig bitter. So, dann ist eben in Europa Universalis 4 noch etwas verändert worden bei Unabhängigkeitskriegen. Früher musste man dann, also es gab halt keinen Unabhängigkeitskrieggrund in dem Sinne. Man musste einfach, ja, einfach mit einem anderen Kriegsgrund den Krieg erklären, wie jetzt zum Beispiel bei, im Falle von Schweden, Dänemark, Rückeroberung, weil man hier auf diesen Provinzen eben Kernprovinzen drauf hat. Kann man hier sehen auf der Diplomatiekarte. Hier drei Kernprovinzen und dort eine. Damit konnte man dann den Krieg erklären. Jetzt ist es so, dass wenn wir hier auf Krieg erklären gehen, wir einen Unabhängigkeitskriegsgrund haben und das Ziel dieses Kriegsgrunds ist Verteidigung der Hauptstadt. Das heißt, wir bekommen Kriegspunkte dafür, dass wir die Hauptstadt halten. Das liegt daran, das liegt daran, Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen müde, ich bin relativ früh aufgestanden heute. Das liegt daran, dass in Europa Universalis 4 das System des sogenannten Ticking War Score eingeführt wurde, bei dem man Kriegspunkte dazu bekommt, wenn man das Kriegsziel erfüllt hat über Zeit. Das dauert natürlich ein bisschen, bis wir dadurch wirklich Kriegspunkte bekommen, aber das bedeutet, dass wir erstmal, bis wir die gegnerischen Armeen geschlagen haben, nicht belagern müssen, weil wir sowieso Punkte dazu bekommen. Was jetzt noch ganz wichtig ist, ist, dass wir auch flottentechnisch unterlegen sind. Und zwar nämlich, oh, das wurde sogar noch erhöht. Und zwar 28 zu 14 momentan. Ich glaube, unser Maximum müsste 16 oder sowas sein. Genau. Unser Land an den Lippen ist 13. Das wird ja immer niedriger. Das ist ja schlimm. Es wurde wohl irgendwie im Nachhinein noch ein bisschen gebalanced. Jetzt nach dem Release. Das ist jetzt ein Tag nach Release. Okay. Auf jeden Fall sind wir flottentechnisch unterlegen. Das
Und dementsprechend können die Dänen unsere Häfen blockieren. Dadurch verlieren wir auch Kriegspunkte. Das heißt, wir werden am Anfang erstmal wahrscheinlich ein bisschen im Minus oder knapp im Plus sein. Weil wir nämlich wahrscheinlich circa minus 5 bekommen durch diese, ja, durch die Blockade unserer Häfen. Das Problem dabei ist einfach, dass sich einfach nur jemand hier hinstellen muss mit seiner Flotte. Also die Dänen oder die Norweger. Und können damit drei Provinzen blockieren. Das ist natürlich schlecht, weil sie dadurch sehr, sehr viel Kriegspunkte auf einmal bekommen können. Hier zum Beispiel können sie noch zwei auf einmal blockieren. Hier auch. Aber so wie ich das bisher mitbekommen habe, haben sie eigentlich meistens nur ein oder zwei blockiert. Meistens hier und hier. Da blockieren sie dann die und diese Provinz und diese kleine Inselchen hier. Was auch noch ganz wichtig ist zu beachten, ist, dass Dänemark hier im, also Vasallen hat, und zwar hier Holstein. Die bringen dann auch noch mal einiges an Kampfkraft mit, und zwar nämlich, glaube ich, es waren irgendwie 5000 Soldaten und 2000 zwei Schiffe oder so, irgendwie war das. Also auch nicht, vor allem die 5000 Soldaten muss man schon mit einberechnen. So, dann fangen wir jetzt erstmal ganz kurz an. Und ja, ich würde sagen, ich werde dann jetzt hier die Aufnahme beenden, bis wir dann. Obwohl, nee. Ich werde die ersten zwei Folgen jetzt durchspielen, die dann hochladen, und ihr könnt mir dann sagen, ja, wie ihr das haben wollt. Und wir kriegen erstmal ein negatives Event. Yay! Komet gesichtet. Bauern sind immer abergläubisch, und das Erscheinen eines Meteors am Himmel hat das Volk zur Panik geführt. Sie sind überzeugt, dass dies ein Zeichen für das nahende Weltende ist oder für ein großes Unglück in der nahen Zukunft. Es ist ein Omen. Wir verlieren an Stabilität. Schlecht, sehr schlecht. Können wir unsere Stabilität erhöhen? Nein, können wir nicht. 97 brauchen wir dafür. Okay. Ja, 5 kriegen wir. Oh ne, sogar 7 kriegen wir pro Monat. Okay, sehr schön. Dann. Ja, das kostet uns jetzt schon wieder ein Sechstel unseres Techs. Also, das kostet uns wieder sehr, sehr viel. 553 Punkte. Ich werde es erstmal jetzt niedrig lassen. Es ist ja momentan nicht so schlimm. Obwohl, wir verlieren dann Legitimität. Das geht eigentlich nicht. Legitimität zu verlieren, können wir uns jetzt eigentlich nicht leisten. Obwohl, wenn wir den Krieg erklären, unsere Legitimität sowieso auf 20 ist. Nee, ich werd's noch nicht erhöhen. Wenn wir nochmal eine Stabilität verlieren, dann muss ich es auf jeden Fall erhöhen. Neuer Papst. Wir sind aber immer noch Kontrolleur der Kurie. Sehr schön. Wenn wir ein bisschen Papsteinfluss haben, können wir uns dann noch einen zukünftigen Kardinal holen, der uns dann möglichst, ja, möglichst die Kontrolle über die Kurie erhält, hoffentlich, weil es sehr viele gute Boni gibt. Aber als erstes brauchen wir jetzt erstmal Geld, viel Geld. So, wir kriegen 2,8 pro Monat. Wieso sinkt unser Einkommen so krass? Das müsste am Handelseinkommen liegen. Das variiert. Ja, jetzt sind wir noch auf 2,5. Ah ne, das war, weil wir eine neue Einheit rekrutiert haben. Okay. Logisch. So, jetzt sparen wir erstmal hier auf die Festungen. Da brauchen wir 50 pro Festung. Das dauert erstmal ein bisschen. Achso, was ich ganz vergessen habe, ist, meine Diplomaten loszusenden. Wir haben jetzt hier drei, weil wir Kontrolleur der Kurie sind. Dann schicken wir erstmal einen Beziehungsverbesserungsdiplomaten zu England, weil man nämlich hier
relativ gute Chancen hat, mit einer guten Beziehung ein Bündnis zu bekommen, mit einer Großmacht. Was natürlich, nachdem wir unabhängig sind, ziemlich nützlich ist. Dann werde ich noch Beziehungen verbessern mit Novgorod. Da klingelt mein Timer. Es macht nichts, die erste Folge, das ist wahrscheinlich eh schon zu lange. Genau. Ja, wir müssen jetzt noch. Die Ostsee ist ja unser Hauptziel zu kontrollieren, jetzt erstmal. Dementsprechend werden wir da uns noch Bündnispartner suchen. Ich weiß nicht, ob sich der Deutsche Orden lohnt, aber ich werde jetzt immer trotzdem mit ihm die Beziehungen verbessern. Wir können ja nur maximal 4 Beziehungen unterhalten. Sieht man jetzt hier euer Land. Momentan sind wir auf 0, weil wir eben noch keine Beziehungen haben mit jemandem. Keine guten jedenfalls. Und dann nehmen wir noch Pommern. Beziehungen verbessern. Okay. So, weiter geht's. Ja, wir kriegen nur recht langsam Geld dazu. Ich habe mich schon gewundert, warum man, warum ich bei meinem Probespiel so viel Geld hatte mit Schweden. Da hatte ich nämlich wirklich sehr viel Geld. Da hatte ich teilweise in Friedenszeiten plus 5 oder plus 6 pro Monat. Das ist schon eine Menge für so ein Land, das eigentlich im Norden eigentlich kaum Bevölkerung hat, auch wenn es relativ viele Provinzen hat. Es dauert es natürlich ein bisschen. Ich würde gerne auf Stufe 5 Geschwindigkeit gehen, aber das hält mein PC dann nicht durch mit 30 Frames. Das wollen wir nicht, dann ruckelt es hier nämlich gleich. Das wäre äußerst doof. Ach so. Aber natürlich ist jetzt sowieso die Folge erstmal zu Ende. Habe ich ganz schön wieder beinahe vergessen, dass mein Timer schon geklingelt hat. Ja, ich hoffe, euch hat diese erste Folge gefallen. Bitte schreibt mir in die Kommentare, ob ich, also wie ich das machen soll, ob ich skippen soll oder nicht. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns gleich wieder bei der zweiten Folge Let's Play Europa Universalis 4 mit Schweden. Bis dann.